Haben Sie schon überlegt, warum Dirigenten beim Dirigieren schwitzen? Mein Name ist Andreas Mildner. Ich bin Dirigent und ich gestehe gleich hier und jetzt, ich habe auch schon beim Dirigieren geschwitzt. Nebenbei, Dirigentinnen schwitzen beim Dirigieren deutlich weniger, weil es zurzeit noch deutlich weniger Dirigentinnen gibt. Schauen wir uns zwei kurze Videos an, wie zwei Dirigenten an derselben Stelle schwitzen. Das war ein Ausschnitt aus dem letzten Satz der vierten Sinfonie von Johannes Brahms, der von 1833 bis 1897 gelebt hat. Wenn Sie das Stück nicht kennen, hören Sie es sich ganz an. Es ist ein bewegendes und zutiefst berührendes Meisterwerk. Übrigens, alle Musikbeispiele mit den Namen der Dirigenten und der Orchester finden Sie auf einer YouTube-Playlist unter meinem Namen. Zurück zu unserer Frage. Warum schwitzen die beiden Dirigenten von vorhin? Das ist doch klar, antworten sie. Es ist anstrengend, sich auf dem Podium vor dem Orchester so zu bewegen. Meine Anschlussfrage wäre, müssen sich die Dirigenten denn so heftig bewegen, wie die beiden Kollegen vorhin es tun? Die Stelle ist doch auch heftig komponiert, werfen sie ein. Schauen wir uns an, wie ein dritter Dirigent denselben Ausschnitt der vierten Brahms dirigiert. Die Aufnahme ist von 1948. Sie entstand bei einer Probe, bei der am Stück durchgespielt wurde. Wir dürfen annehmen, dass für den Dirigenten körperlich eine ähnlich belastende Situation bestand wie im Konzert. Daher beachten wir diesen Umstand nicht. Haben Sie beobachten können, ob dieser Dirigent schwitzt? Schauen wir uns die Aufnahme noch einmal an. Dieser Dirigent schwitzt kein bisschen. Es kostet ihn keinen Tropfen Schweiß, dieselbe heftige Stelle der vierten Brahms zu dirigieren, die wir vorhin schon im verschwitzten Dirigat kennengelernt haben. Es handelt sich um Wilhelm Furtwängler, geboren 1886, gestorben 1954, dem wir in einem früheren Video zum Thema Auftakt bereits begegnet sind. Hier ist es Zeit für eine kurze Geschichte des Schwitzens beim Dirigieren. So richtig geschwitzt beim Dirigieren wird erst seit rund 70 Jahren. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist der, dass Konzerte seit ungefähr 1950 auch in bewegten Bildern aufgezeichnet wurden. Zunächst für die Ausstrahlung im Fernsehen, später dann auch gleich live übertragen. Früher brauchten die Kameras sehr viel helles Licht, das den Dirigenten den Schweiß ins Gesicht trieb, besonders wenn die Aufzeichnung in einem Studio und nicht in einem Konzertsaal stattfand. Der zweite Grund hat mit dem Dirigenten Herbert von Karajan zu tun, der von 1908 bis 1989 gelebt hat. Karajan war ein Pionier der Bildaufzeichnung für Film und Fernsehen, der meist auch selbst Regie geführt hat. Schauen wir uns an, wie Karajan unseren Ausschnitt der vierten Brahms 1973 ins Bild gesetzt hat. Was zeichnet Karajans Bildsprache aus? Im Mittelpunkt steht einzig und allein der Dirigent. Aus dem Orchester sind kaum Menschen
nur genau ausgerichtete Instrumente zu sehen. Karajan dirigiert mit geschlossenen Augen, schaut also die Musiker nicht an wie sonst üblich. Dafür hatte Karajan seine Gründe. Wenn ich mit geschlossenen Augen, weiß ich genau, dass einem Oboisten der Atem auszugehen droht und eine kleine Bewegung, und ich bin über die Dings mit vielleicht schneller drüber, als es probiert war. Und am nächsten Tag sagen Sie, wie haben Sie denn das gemerkt? Sag ich, das spüre ich ganz genau. Die Spannung, werden Sie es aushalten? Da helfe ich Ihnen doch selbstverständlich. Ich empfinde das Orchester effektiv dann als einen Menschen. Einen Menschen, mit dem man das Abenteuer erlebt, durch ein Musikstück sozusagen Hand in Hand zu gehen. Jedenfalls wird der Dirigent auf diese Weise zum Brennpunkt für alles, was im Orchester passiert. Er allein macht die Musik. Das sieht man auch an den heftigen Bewegungen, sobald die Musik laut wird. Kein Wunder, dass einem so viel Anstrengung den Schweiß ins Gesicht treibt. Karajan war so erfolgreich, künstlerisch und kommerziell, dass sein Stil kopiert wurde. Und damit sind wir bei den heutigen schwitzenden Fernsehdirigenten. Seit Karajan ist zu den heftigen Bewegungen noch eine heftige Mimik gekommen, die grotesk wirkt und eigentlich ganz abgekoppelt von der Musik und vom Musizieren im Orchester stattfindet. Stellen Sie sich vor, die Orchestermusikerinnen und Orchestermusiker müssten die heftige Gestik und Mimik der Dirigenten auf ihr Spiel übertragen. In unserem Ausschnitt müssten sie ja ihre Instrumente geradezu zerlegen, anstatt damit kontrolliert Töne hervorzubringen. Furtwängler dagegen ist ganz und gar in der Musik und beim Orchester. Doch gleichzeitig verkörpert er, dass nicht er die Musik macht, dass nicht er der Hauptakteur ist, sondern dass er Medium für das gemeinsame Musizieren im Sinn des Komponisten ist. Ich schließe mit einem Zitat von Richard Strauss, geboren 1864, gestorben 1949. Richard Strauss war nicht nur Komponist, sondern auch ein ausgezeichneter Dirigent. Er hat als eine goldene Regel einem jungen Kapellmeister ins Stammbuch geschrieben: Du sollst beim Dirigieren nicht schwitzen, nur das Publikum soll warm werden. In diesem Sinn wünsche ich uns allen auf dem Podium, Dirigentinnen und Dirigenten im Sinn von Wilhelm Furtwängler und Richard Strauss. Vielen Dank und auf Wiedersehen.